Am 20. Februar veranstaltete NTD in New York eine Filmvorführung des preisgekrönten Dokumentarfilms Free China, der Mut zu glauben, in russischer Sprache. Der Film handelt von der brutalen Verfolgung von Falun Gong, einer spirituellen Praktik, die in China seit 13 Jahren verfolgt wird. Für die Zuschauer war es wie eine Reise in die Vergangenheit ihrer Heimat, als in Russland noch der Kommunismus herrschte. Very much because again it's similar to what my families went through. Es ähnelt dem, was meine Familie durchmachte. Sie wurden verhaftet, sie wurden ermordet. Mein Großvater starb im Gefängnis, der Onkel meiner Mutter wurde durch die Kommunisten getötet. Es ist also natürlich für mich, nicht nur Sympathie zu empfinden, sondern mit euch zu weinen. Denn China hat eine wundervolle Kultur und sie zerstören sie. Not to sympathize, but to cry with you, because it's a China has a wonderful culture and they're destroying it. Der Film ist sehr überzeugend. Da ich selber aus Russland stamme, erkenne ich den Schaden und die Zerstörung, die durch das kommunistische Regime sowohl in China als auch in Russland verursacht wurde. Der Film ist ausgezeichnet. Es spricht ein dringendes Thema an, die politische Verfolgung von Falun Gong, einer weit bekannten Bewegung. Ich habe viel darüber gelesen und gehört und ich habe persönlich viele Chinesen getroffen, die verfolgt wurden. Free China enthüllt auch ein dunkles Verbrechen des chinesischen kommunistischen Regimes, den Organraub an politischen Gefangenen. Eine Hauptdarstellerin des Films beantwortete am Ende der Vorführung Fragen aus dem Publikum. Während sie selbst in China inhaftiert war, hatte man ihr Blut abgenommen und die Gesundheit ihrer Organe untersucht. Free China, der Mut zu glauben, hat bei internationalen Filmfestivals mehrere Auszeichnungen gewonnen. Zuletzt wurde Free China im November für den Hollywood Music Award nominiert.